Danke, lieben, und danke für die Kanalpunkte. Wie viel sind wir denn jetzt? Bei 32%. Läuft. Läuft. Frisches habe ich auch schon quasi ins Bett gebracht. Hier geht also gerade die letzte Runde mit dem Wauzi. Mit dem Wauzi-Wau. Und hier habe ich halt auch gerade nachgeguckt. Es dauert tatsächlich nicht mehr lange, bis die Episode durch ist. Wir sind im Endspurt oder so, und da kann ich mal den Ventilator anschmeißen. Ich glaube, irgendwann wird Tipsy mich hassen. Warum? Wieso wird Tipsy dich irgendwann hassen? Warum sollte Tipsy das tun? Und die sagen, geben nur 10 Rufpunkte pro Quest. Für nichts. Ja, es steigert sich aber. Es steigert sich. Sean, Weil ich ihm nicht jede Stunde Essen gebe. Ja, gut. Wenn es danach gehen würde, würden mich meine Katzen auch hassen. Nein. Oh. Ich bin so dumm. Ich bastel Button. Ja. Freue mich schon auf meine. oh, fuck. Hi. Yes, I'm in. What are you waiting for? Oh, fuck this. It's freezing. It's all in your head. Just don't think about it. Sure. Don't think. Okay, here I come. I think. Yeah. Get over it. Hurry up. There you go. Bring it home. Hey, you gotta take it all off. No cheating. Das gehört. Shit, shit, shit. My balls. So, jetzt kommt was Heißes. Cassidy, Ulelelele. Wie kalt ist das Wasser? do So not kalt und even. You are so Ah. adorable. Yeah, I know. Was heißt es von Not bad, hinten? Diaz. Didn't think you'd actually do it. My body Ja, just was Kaltes? had to get used to it. Not that cold. That's because I had to pee. Ha. So, what are you gonna do about Finn and, you know, his plan? It's a really stupid idea. Way too dangerous, especially for Daniel. I know. Finn acts like this is no big deal, but this feels bad. Plus, I don't want you guys to get in any more trouble. Yeah, tell that to Daniel. He's gonna be pissed. He's your brother. He'll listen to you. Finn wants to take care of us, but he doesn't always see other people. It's all about him. I know, but I feel bad for ruining his dream. He'll rage for a while, for sure. Then I'll be cool. He likes you. What do you mean? Come on, heartbreaker. You know everybody likes you. I plead guilty. Yeah. I like you too. Oh, Sean. That's sweet. I'm flattered. Or do you bust out this line whenever you go skinny dipping? First time, swear. You sure? I'm not that much of a player, as you can tell. I don't know. We're both already naked. Hey, that's your fault. Not that I mind. So. Do you want to kiss me?
Ja? Was für eine Frage? If that's cool. Yes. Ryan, see? Du hast da gerade kein Mitspracherecht. Ah, da bin ich wieder voll in meinem Element. Ja, ich bin romantisch, lasst mich. Let's get out of here. Ich bin tatsächlich eine hoffnungslose Romantikerin. Damn, Sean. You really are cold. Shut up. Stop looking. Wobei man es auch hätte im Wasser tun können, ne? Hold on a sec. Okay. It's been worse. Sean? Hello? You want me to come inside? Oh if yeah, that's busy. Yeah.
Okay. Can't believe it. We were gone, what? 10 minutes? 20? Shh, don't tell her. We don't want... Ja, erstmal unterbrochen. Somebody build a lock. Of course. We probably gotta jack a car. One truck is missing. See? Those tracks are headed out. Fuck. At least they didn't wake Big Joe up. But if we do, he'll kill us, Sean. So let's not advertise. No lights, no noise. I'll check the car. You do. Ich bin nicht gut im Schleichen. Bin kein besonders guter Schleicher. Gotta try the vehicle doors. Quick. So viele Autos hat er ja nicht. Figures. Check the other door now. Sean, I checked the car. All doors locked. Of course. Keep looking around. I'm gonna check on the truck. Ich glaube, nach dem Schuss. Wie oh no. Cass, check it out. So, all the doors are locked, but we just gotta get into one car. And I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck. Just in case. Sean Diaz, you're full of surprises. Plus, we could, mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound. Jetzt wäre die andere Frage, wie kann man sich auf seine Kopfhörer legen? Oder bist du einfach mit den Dingern eingeschlafen? Das würdest du natürlich erklären. Werkzeugkiste, oh gut. Das für sollen kann ich dann machen. Forget it. Ja, gut. Nothing over here, man. Den Schlüssel nimmst du auch mal mit? Oh yeah. Maybe this fits in one of the cars. Nice. Das kannst du auch gleich mitnehmen. Schlüssel ausprobieren. Score. Okay, kein Schlüssel fürs Auto. Man, that guy is really not joking. Den nehme ich mal mit.
there she blows. So, noch ein Reifen. Damn. That was fun. Not gonna follow us now, motherfucker. We won't be working here anymore. Finn is so fucking stupid. Noch einmal. Here goes. One, two. Shit! He's fucking coming! Let's go! Fuck, 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 fuck. What the hell? He'll be on us in any second now. Fuck, Sean, you did it! Let's get out of here. Drive! Fuck this shit, we did it. But it was so close. Let's do this. Ja, gut. Hätten wir erst mal erledigt. Wrong after the night we've had. This is basic karma. Shit, right? I want this to continue, Cass. We should go. They might not even be inside yet. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Oh, Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy and stupid. We gotta catch him. Sean, we'll be fine together. Promise. How? What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. Good. At least Meryl won't know anyone's coming. Da sind sie auch schon. Ah, shit. Wollen die der Junge denkt, hält doch einfach nicht nach, ne? Schon wieder. Didn't we settle this, man? Shh. You're gonna wake Meryl. Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And you're some fucking kid. He's 9 years old. He asked me for it. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Du bist so ein dummes, ekelhaftes Balk. You're standing near a boatload of cash. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. None. No means no, Finn.
Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even ich werde jetzt davon, wenn er uns hier verbringt. Danke, Iron. Und schön, dass du da warst. Go to Mexico. Geh noch einen schönen Abend und morgen erfolgreichen Tag. I said no fucking way, Nein. Sean. Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No. Why should I? Nein. We couldn't even find you. Das lasse ich tatsächlich diesmal nicht entscheiden. Einfach nein. Who gives a shit? Let's go. Ich belohne das now. Bike dafür nicht noch. I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. It's all your fault. I could do what I want. Ich hasse dieses Kind. What the fuck are you doing here? Erschieß das Kind, bitte! Don't move! Mein Güte! What the fuck? How many are you? Kann ein Charakter so scheiße sein? Alright, move your asses over there. Mann, es ist now, ein einziges Spiel verhunzt durch einen Charakter. I know this looks bad. Und Life is Strange ist eigentlich so toll. I don't want to hear any more Kein Spiel Musik in dem Teil ist toll, aber... Der Junge, ey. So. What was your big fucking plan exactly? Darf ich ihn verpfeifen? Time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Darf ich verpetzen? Like I didn't know. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you. Shut up. Ach, this ja. is how you repay me? Stealing from me? No. Wir geklaut. It's not about you. I thought you were different. Smart. Auch keine Gefühlsregung bei dem Kind. Keine. Es ist ihm halt einfach so scheißegal, was mit ihm ist, was mit uns ist. Nice. Hauptsache er. Und tut so, als wäre er erwachsen. I can't just let this slide. Dabei ist er nichts. I can't. Nichts. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. Und das Kind I'm lernt serious. Halt auch nicht daraus durch solche Sachen, ne? On your knees. Es lernt Now. Nicht daraus. Einfach komplett lernresistent. Gut, das dürft ihr entscheiden. Sollen wir gehorchen oder diskutieren? Das könnt ihr meinetwegen selbst entscheiden. Das ändert nichts an der Tatsache wahrscheinlich. Weißt du, oder? Doch, ich weiß, was ich beim letzten Mal gemacht hatte. Ja, genau das habe ich beim letzten Mal gemacht. Beim letzten Mal habe ich, meine ich, auch diskutiert. Lass uns mal überlegen. Ihr habt Zeit. Eine Stimme für diskutieren. Ich trinke in der Zeit mein Eistee. Also schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Diskutieren, dass wir in solchen Games cool diskutieren. Das Witzige ist halt, es kann halt eh nichts mehr Großartiges. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Von daher ist es halt eigentlich egal. Solange jetzt hier noch 3 Stimmen oder 2 Stimmen dagegen sind, diskutieren wir. Noch jemand seine Meinung zum Besten geben? Ansonsten... diskutiere ich. Pass auf, am Ende liegen wir tot am Boden.
sondern mit dem Bengel weiterspielen. Okay, keine weiteren Meinungen. Ich warte noch mal ein bisschen. Dann diskutieren wir. Wait, let me explain. Oh yeah, explain this. Das war eine kurze Diskussion. Don't insult me by acting like you got a reason to steal. Don't. For the last time, get on your fucking knees. Kann ich auch liegen bleiben? Meryl? No. Don't break my balls now, kid. Daniel, you got this. Nein. Don't move. Just get on your damn knees. Yeah, now. He can't do this. Don't fucking move. Das sind aber nicht mehr die Knie. It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. Boah, ich liebe so oder so, das gucke ich noch. Ich hasse dieses Spiel. But if you rip me off, wie gesagt, genau das meine ich. Es ist halt egal, was du machst, ne? Then I pay. Es ist halt einfach egal. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Eine der beiden Entscheidungen ist sowieso absolut und gilt für beide. Nur die Ausführung ist so ein bisschen. Nein. Damit unterstütze ich die Scheiße aber. Ich will die Scheiße nicht unterstützen. Damit mache ich alles, was ich die ganze Zeit über gesagt habe, zunichte. Außerdem will ich dem Kerl nicht helfen. Der Kerl hat sich ja eigentlich selbst eingebrockt. Er hat verdient, was da jetzt gerade passiert. Er hat es halt einfach fucking verdient. Kann ich das Kind da liegen? Ich will Finn nicht helfen. Ich will, ohne Witz, ich will dem nicht helfen. Er hat verdient, was passiert. Vor allem befürchte ich, das Kind kommt sowieso auf dasselbe hinaus. Weil ich weiß, was passiert, wenn man die Kraft nutzt, aber... Gehen wir davon aus, dass trotzdem das gleiche passiert, oder? Nur die Ausführung ist wahrscheinlich eine andere. Aber ich will dem Wichser nicht helfen. Ohne Witz. Er ist halt wirklich selbst dran schuld. Lass es testen. Also wie gesagt, ich weiß, was bei Daniels Kraft passiert. Beim Nichtstun weiß es nicht, aber ich befürchte, es passiert trotzdem das gleiche wieder. Ich befürchte es halt einfach. Wissen tue ich es nicht, aber... Aber wie gesagt, der andere moralische Gedanke, ich will dem Kerl nicht helfen. Weil beim letzten Mal habe ich mir nämlich gedacht, okay, hey, komm, ne? Wir sind nett, wir sind freundlich, machen wir. Jetzt denke ich mir einfach, weil ich ja weiß, was da dabei rauskam. Nein. Nein. Mag Finn nicht. Also wie gesagt, beim letzten Mal hatte ich Daniels Kraft. Weil da hatte ich mir also gedacht, ja komm, okay, ja, wir haben ihm gesagt, nur in bestimmten Momenten, ja, habe ich zwar dies... Na gut, diesmal habe ich es um 30 Ecken gemacht. Das... Wie...
damals war ich tatsächlich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Gut, mit dem werde ich auch nicht zufrieden sein. Ich bin mit gar keinem zufrieden. Eigentlich ist es halt. Ich hab's eigentlich recht, eigentlich ist es. Eigentlich ist es egal, aber. Oh, helfen. Ich will nicht helfen. Ich will nicht helfen. Ich weiß, was passiert, wenn ich ihm helfe. Ich weiß, was passiert, wenn ich ihm helfe. Oh ja, ich hadere gerade mit mir selber. Nichts tun. Oh. Gut, dass das nicht auf Zeit geht. Jetzt wäre es halt cool wie bei Life is Strange 1. Einfach wieder zurückspulen. Das wäre halt richtig geil. So, oh nö, mit der Entscheidung bin ich unzufrieden. Ich gehe nochmal zurück. Warum geht das hier nicht? Ich weiß, es ist eine andere Kraft. Wie gesagt, ich weiß, was passiert, wenn das kommt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber... Please, boss. I know. I got greedy. I was high. Stupid. Ich weiß halt auch nicht, was passiert. Was offiziell passiert dann. You will. Ich gehe von aus und ich. Es kann ja sein, dass er trotzdem was macht. Wie war das noch mit dich? Ja, hier! Da! Es ist auf das Gleiche hinausgekommen. Wurde trotzdem eingegriffen. Wurde trotzdem was gemacht. Ey, ich hasse dieses Spiel. Also, das kam auch sehr hinaus. Scheißegal, was man macht. Gleich verändert vielleicht, aber... Ey, ich hasse dieses Spiel. Und ich hasse diesen Jungen. Er tut es halt trotzdem. Oh. Gut, wie gesagt, beim letzten Mal war ich auch nicht zufrieden, wie das gelaufen ist. Da saß ich tatsächlich genauso hier und dachte so, ach Junge, ernsthaft? Really? Dein Ernst? Da war ich halt auch überhaupt nicht zufrieden damit. Gut, ich glaube, da spielen die ganzen Entscheidungen davor auch nochmal mit rein. Aber hier, es sind halt so minimale Entscheidungen und ich glaube, wenn du dich vorher nicht anders entscheidest, dann sind, glaube ich, auch die Entscheidungen immer alle gleich. Aber ich habe ja schon zwei andere Entscheidungen als vorher getroffen. Es müsste eigentlich eine andere sein. Ich verstehe tatsächlich, der erste Teil war so gut. Kommt ein Game, wo es eigentlich scheißegal ist, was du nimmst. Ja, eben. Weil, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht helfen und es wird trotzdem angegriffen. Es wird trotzdem was dagegen gemacht. Du hast nicht mal die Wahl. Du hast keine Wahl in diesem Spiel. Eine Entscheidung ist komplett fest für das gesamte Geschehen und das andere wird vielleicht minimal abgeändert, kommt aber auf dasselbe hinaus. Ist genau das Gleiche. Es ist so ärgerlich, es ist so mies. Es hätte so geil sein können, das Spiel. Wirklich. Oh. Das zweite Mal regt mich noch mehr auf als das erste Mal. Das erste Mal dachte ich noch, okay, ja, vielleicht wenn man andere Entscheidungen trifft, ne? Ich glaube auch nicht, dass es 7 Enden gibt. Never gibt es 7 Enden. Was willst du denn anders machen? Die Entscheidungen sind doch sowieso die gleichen. Vielleicht, dass es 2 oder 3 Enden gibt. 3 kann ich mir definitiv vorstellen. Aber keine 7 Enden. No way. Was soll denn da passieren? Was soll denn in 7 Enden passieren? Bei dem einen Ende geht er mit seinem blauen Hemd raus und mit dem anderen mit dem roten, oder was? Äh,
Ja, aber wie will man das machen, wenn die Entscheidungen immer die gleichen sind? Also ich kann mir drei Enden vorstellen. Gut, eins kenne ich. Das eine hast du mir zwar nicht erzählt, aber du hast gesagt, dass das nicht eingetroffen ist, was bei mir passiert ist. Wäre das zweite. Und dann das Ende, was ich hatte, nochmal ein bisschen abgewandelt. So, mehr Enden kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber trotzdem, es zählen ja Entscheidungen mit rein. Ohne Witz, ich weiß nicht, wie sie im Ende gehen sollen. Ich weiß auch nicht, wer die Lust hat, sie im Ende zu erreichen. Dass du gar nicht magst. Das ist schon 4 Stunden. Du liebst Sasuke, oder? Ja. Ja. Also ich spiele es eigentlich rein theoretisch nur der Vollständigkeit halber und in der Hoffnung, noch die letzten Errungenschaften zu kriegen, von denen ich nur 2 Errungenschaften bekommen habe bisher. Ich habe immer noch, wie viele sind offen? 18. 18 Errungenschaften sind halt noch offen. Das sind die 2 Gründe. Der Vollständigkeit halber und Errungenschaften. Ja. Ja. Ich wünsche, dass sie das Game nochmal zu spielen. Mich hier nach auch nicht mehr. Also ich... Wenn ich irgendwo mal sehe, dass es tatsächlich 7 Enden sind, dann werde ich mir vielleicht die Enden angucken, alle. Ich werde das Spiel nicht nochmal spielen. Das ist auch eins der wenigen Spiele, die ich mir nicht nochmal für eine andere Konsole holen werde. Weil zum Beispiel den ersten Life is Strange Teil, den habe ich ja für PC und PlayStation. Genauso wie Before the Storm. Das hier habe ich nur für PC. Und ich bin so froh, dass ich es mir nicht vorbestellt hätte. Also, ich habe zwar diesen Bonus auch bekommen, aber nur weil ich es, ich glaube, direkt am Release-Tag noch geholt hatte. Und ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, ich hatte es direkt am Release-Tag, deswegen habe ich diese Vorbesteller-Dinger da zwar noch drin. Fand ich einfach seltsam, weil eigentlich wollte ich die Sachen nicht mehr haben. Ich dachte halt so, okay, ja, brauche ich nicht und ja gut, habt ihr das trotzdem, dann ja, gut, ist halt so. Nur das bisschen, was ich jetzt gesehen habe, verstehe ich auch das davon und ganz, dass ihr es so hasst. Wie gesagt, es könnte ein richtig gutes Spiel sein. Die Musik ist unglaublich toll, immer noch. Es gibt 2 Stellen, die ich wirklich mag, beziehungsweise eine, die mich halt sehr getroffen hat, das war ja das Ding mit dem Hund. Eine kommt halt noch, das ist aber leider erst in Episode 5. Die Gebiete sind eigentlich auch echt richtig schön. Die Nebencharaktere teilweise sind auch in Ordnung. Gut, Finn ist jetzt... Captain Spirit, der kleine Junge, den mochte ich jetzt auch nicht so wirklich, genauso wenig wie sein Vater. So. Sean ist auch noch in Ordnung. Der kleine Bruder, damit kannst du mich jagen. Also das Schlimmste an diesem Spiel ist dieser Bruder. Und die Entscheidungen, dass es egal ist, was du wählst, ist sowieso hinfällig. Oder wie Jacke. Es ist egal. Ich hatte die Hoffnung, dass ich es vielleicht beim zweiten Mal spielen auch besser finden würde als beim ersten. Also beim ersten Mal spielen. Aber... Nee. Okay. Du hast keinen Kaffee gekocht, nachdem du die letzte Tasse getrunken hast. Nö. Du hast das hier beim Messerwerfen getroffen. Ja. Ich habe aber leider keinen Volltreffer gelandet. Dank jemand anderem. Du hast dich geweigert, darüber zu reden, Karen zu finden. Ja, nö, fühle ich nicht. Du hast die Uhr nicht erwähnt. Das sind zum Beispiel 2 Entscheidungen, die ich anders gemacht hatte. Beim ersten Mal spielen hatte ich versucht, verständnisvoll zu sein, was die leibliche Mutter angeht. Genauso wie das mit der Uhr, das hatte ich beim ersten Mal auch angesprochen.
beim Eingreifen bei Big Joe weiß ich es tatsächlich nicht mehr, was ich genommen habe. Ich glaube, ich habe zwar auch eingegriffen damals, ich bin mir aber nicht sicher. Wenn mir die Szene so unbekannt vorkam. Deine Ausbeute war durchschnittlich, das habe ich auf jeden Fall besser gehabt. Beim letzten Mal hatte ich das nicht sehr effiziente Blütenzeug geschnitten. Du hast Daniel nicht bei seinen Aufgaben geholfen. Nö, habe ich beim letzten Mal aber auch anders gehabt. Da habe ich ihm nämlich geholfen. Du warst am Lagerfeuer betrunken? Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch nicht. Da hatte ich mich, glaube ich, geweigert. Du bist lange aufgeblieben und hast einen Haarschnitt bekommen. Ja, das hatte ich beim letzten Mal auch. Finn ist vorgetreten, als Daniel Big Show angegriffen hat. Naja, er hat sich ja eigentlich eher klein gemacht. Da weiß ich tatsächlich nicht, was ich beim letzten Mal hatte. Du warst gegen den Einbruch. Das hatte ich auf jeden Fall beim letzten Mal. Du und Finn seid Freunde geblieben. Ich bin auch... Oh, man hätte ihn sogar küssen können. Also, ich habe nichts dagegen, ne? Aber ich mag den Kerl halt einfach nicht. Deswegen... Oh, naja, okay. Du hast dir einen Wolf als Tattoo stechen lassen. Oh, ja. Du bist für nächtliches Schwimmen mit Cassidy zum See gegangen. Oh ja, das hatte ich beim letzten Mal auch. Cassidy war nicht wütend auf dich. Nö, hatte ich beim letzten Mal auch nicht. Du hast Cassidy geküsst, yep. Du hast Cassidys Zelt betreten. Du hast Big Shows Fahrzeug sabotiert, damit er dich nicht verfolgt. Hatte ich, meine ich, auch beim letzten Mal. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Es kann sogar sein, dass ich es verkackt habe. Du bist nach Finn reingekommen und Danny ist bei Meryl eingebrochen. Mirat, du bist in Meryls Hausgeschirrchen, ohne bemerkt zu werden. Haha, schön wär's. Du hast die Waffe aus dem Safe nicht genommen. Nee, war das möglich? Du hast nichts getan und Finn wurde nicht getötet. Achso. Cassidy wurde verletzt. Ja. Danny hat nicht auf dich gewartet. Natürlich nicht. Danny hat allein Geschirr gespült. Zu Recht. Danny wurde nicht um Hilfe mit dem Kanister gebeten. Zu Recht. Danny ist allein schlafen gegangen. Ja. Danny hat nicht auf Sean gehört, seine Kraft eingesetzt und wurde verletzt. Ja. Selbst schuld. Überprüft, flippte aber nach Vins Tod aus. Finn wurde erschossen und Danny ging auf Sean los. Ich glaube... Ich hatte es beim letzten Mal, meine ich, dass er erschossen wurde, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich unsicher. Aber ich hatte auf jeden Fall, dass Daniel da auch Vollgas gibt. Das hatte ich auf jeden Fall. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das Ende der Episode, wo er tot war. This is it, son. You're toast. End of the road. Ich hätte die Hoffnung, dass sie wieder passiert, aber... No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone. Allein, allein. Allein, allein. Wir sind allein. Allein, allein. Allein, allein. Oh. Ja, Donnerstag geht's dann weiter mit der vierten Episode. Auf die fünfte freue ich mich tatsächlich schon ein bisschen, weil da eine Stelle drin vorkommt, die ich tatsächlich mag. Da freue ich mich sogar drauf. Die vierte wird doch... Die wird mir noch was abverlangen. Weil Daniel da auf ihren Hasch mich kriegt. Ah, furchtbar, furchtbar dieses Kind.